der Nachfolger. Das ist also nicht wirklich der Nachfolger, wenn man es so sieht, sondern ein weiteres Modell dieses Gerätes. Das war dann der F200. Der hat einen Touchscreen dazu bekommen, was natürlich die Möglichkeiten ein bisschen erweitert hat. Ich konnte jetzt auch bei den ganzen Linux-Programmen schon mal eine Maus verwenden. Dadurch wurde ja auch so ein kleiner X-Server und auch Qtopia, das drauf portiert wurde, möglich. Also es hat auch gezeigt, man kann es theoretisch auch für Business-Anwendungen verwenden. Allerdings so ein Handheld, ja, man nimmt ihn eher zum Spielen her, weil jedes Handy hatte bessere Business-Funktionen im Endeffekt mit drin heutzutage. Insofern war das wirklich mehr Business-Bereich. Das USB-Gadget ist leider durch eine Umstrukturierung nicht mehr möglich gewesen, was auch die Programmierer etwas enttäuscht hat. Also die Entwickler haben eigentlich eher den F100 bevorzugt. Aber wie gesagt, der Hersteller wusste eigentlich gar nicht so wirklich, was er hat, und das war so ein kleines Problem. Ein kleines Highlight für die beiden Geräte, das ist dann Open2X. Das ist eine komplett eigenentwickelte Firma für das Gerät, die deutlich mehr Vorteile bietet. Also ein Problem bei dem Originalfirmware war, dass der Movie Player zum Beispiel nur einen Binary Blob hatte. Das heißt, wenn ich das Betriebssystem komplett selber kompilieren wollte, ging, nur habe ich eben keinen Movie Player gehabt. Anderes Problem ist auch, es war zwar vom Prinzip her Open Source, allerdings hat der Hersteller gesagt, er hat ins Menü so viel Arbeit gesteckt, er möchte das nicht veröffentlichen. Das heißt, wenn jemand ein eigenes OS machen wollte, dann muss das komplett neu machen, und das haben die Jungs auch dann gemacht. Und es lief wirklich deutlich schneller. Also die Bootzeit wurde von 20 Sekunden auf 8 Sekunden reduziert. Auch die Programme liefen teilweise schneller und die Libraries waren dynamisch gelinkt. Also ich selber verwende auf dem Gerät auch nur Open2X, weil es einfach die deutlich bessere Alternative ist. Dann der Nachfolger vom GP2X F100, der ist dann letztes Jahr erschienen. Das ist eigentlich wirklich eine konsequente Weiterentwicklung. Das ist der Nachfolger, das ist der Viz. Der Viz hatte leider am Anfang einige Startschwierigkeiten, was einfach daran lag, dass Gamepark Holdings selber nicht so ganz fertig geworden ist mit dem Gerät. Das USB-Gadget ging erst durch die Community seit einigen Monaten, inzwischen geht es aber Gott sei Dank wieder. Die Hardware ist leider nicht wesentlich schneller als der Vorgänger. Gut, es hat einen 3D-Prozessor drin, aber es ist OpenGLES und da muss man natürlich erstmal Spiele finden, die das unterstützen. Also im Spielebereich ist dann noch nicht so viel zu erwarten. Allerdings wurde jetzt innerhalb der wenigsten ersten Monate, das ist ja natürlich der Vorteil in Open Source, sehr, sehr viel von der Community zum Laufen gebracht. Er hat auch am Anfang Bildruckler gehabt und so einen Schrägbalken drin, das ist Gott sei Dank jetzt alles behoben. Also für so den Kleinspielerhandheld unterwegs ist es eigentlich ganz nett. Eine Besonderheit ist, die Gamepark Holdings hier anbietet, ähnlich dem Apple App Store, kann jeder Entwickler auch über einen eigenen kleinen Store die Spiele bei Gamepark Holdings anbieten. Also sie bauen gerade so einen eigenen kleinen Store auf. Und im Gegensatz zu Apple, wo man ja seine Programme einreichen muss, und jeder, der das mit dem C64-Emulator vielleicht ein bisschen verfolgt hat, der hat mitbekommen, wie, was für ein Hickhack das war, einen C64-Emulator auf das Apple iPhone zu bekommen, weil einfach die Vorgabe war, dass das Gerät keine externen Daten einlesen darf oder das Programm, und damit waren die ROMs natürlich nicht möglich. Das fällt bei dem alles weg, da kann jeder wirklich anbieten, was er will, und das Ganze dann dafür ein paar Euro verkaufen oder natürlich, wie es bisher war, ganz normal kostenfrei alles anbieten. Also der hat dann eine eigentlich ganz nette Mischung aus so kleineren kommerziellen Spielen und Homebrew-Spielen. Dann das, warum wahrscheinlich die meisten sich auch hier versammelt haben, denke ich mal, weil da viele aus der Community wahrscheinlich sind. Das ist eben diese Marke Eigenbau, das ist die Pandora. Das ist insofern ein besonderes Gerät. Ich bin selber mitbeteiligt. Es ist aus der Community selber entstanden. Also ursprünglich waren es 3 Händler, die sich dann mit ein paar anderen Leuten noch zusammengeschlossen haben und gesagt haben, Mensch, die Geräte mit dem Open Source Linux sind zwar ganz nett, aber Gamepark Holdings hat immer wieder irgendeinen kleinen Fehler drinnen. Und dann haben wir gesagt, warum versuchen wir nicht mal so ein Projekt selber zu stammen und so ein ultimatives Handheld zu entwickeln? Und dadurch ist eben die Pandora entstanden. Was ganz interessant an der Geschichte ist, das Ding ist durch die Community finanziert. Das heißt, da sind keine Investoren gesucht worden und keine großen Gelder geflossen, weil so ein Ding zu entwickeln, das kostet. Also von den Ausgaben her sind wir, glaube ich, bei weit über 1 Million. Und die hat man halt einfach nicht so daheim in der Kaffeekasse rumliegen. Aber die Community, die uns halt auch schon seit Jahren kannte, da haben sich wirklich 4000 Leute gefunden, die gesagt haben, Mensch, das Ding ist toll. Ich zahle jetzt meine 300 Euro, macht mir das einfach fertig. Und ich muss sagen, es war ein sehr, sehr langer, steiniger Weg, den wir alle gar nicht so erwartet haben. Da hat sich auch wieder was aufgetan. Also auch eins der Probleme, wenn man so in den Open-Source-Bereich geht, vieles ist Frickelarbeit. Man denkt, man macht es mal schnell, aber es kommen dann viel mehr Probleme dazwischen, als man erwartet hat. Und dann zieht sich das immer mehr in die Länge.
ist bei Open-Source-Software-Produkten kein Problem, weil die kosten in der Regel nichts. Aber bei einer Hardware, wo man natürlich dann 4000 Leute, die 300 Euro da finanziert haben, im Nacken sitzen hat, schaut es natürlich schon mal ein bisschen anders aus. Aber die Community ist da wirklich sehr brav, muss ich sagen, hat uns treu die Stange gehalten, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass die ganze Entwicklung mit dokumentiert wurde. Das heißt, es ist jetzt wirklich mal ein Spielehandheld, bei dem man von vorne bis hinten mit allen Problemen, mit allen Spirenzien, die da gekommen sind, mit Fehlern, mit Vorteilen, mit allem, mit Videos von vorne bis hinten mitverfolgen konnte. Und das ist wirklich, wie du schon gesagt, viele Probleme und Verzögerungen. Geplant war, glaube ich, ursprünglich 2008 Dezember die Auslieferung. Jetzt sind wir im Jahr 2010, aber jetzt sind wir Gott sei Dank soweit. Also ich habe ja auch den Prototypen schon hier. Das Ding funktioniert, das Gehäuse läuft, die Software ist fast perfekt, muss ich sagen. Gut, was heißt perfekt? Es wird sich immer was zum Verbessern finden, aber die Software ist auch komplett Open Source über ein Git. Also da wollen wir auch darauf basieren, dass wirklich jeder Verbesserungsvorschläge beibringt. Also auch ganz interessant ist, dass da Ideen von der Community mit eingeflossen sind. Hat ursprünglich als April-Scherz eigentlich angefangen, weil wir haben uns überlegt, was müsste so ein Ding können, und haben einen April-Scherz gemacht, dass irgendjemand so ein Handheld entwickelt. Hat den Effekt gehabt, dass die Community natürlich das Schwärmen angefangen hat und viele, viele Ideen gebracht hat und wir uns die schönsten rausgepickt haben und die realistischsten und gesagt haben, so, sowas machen wir, und ein paar Monate später haben wir dann veröffentlicht, ja, wir versuchen wirklich sowas zu machen. Und dadurch ist wirklich dieses Gerät rausgekommen. Die Besonderheit zu den vorherigen Geräten ist, dadurch, dass es einen relativ fortgeschrittenen Prozessor hat, eine kleine Tastatur hat und ein hochauflösendes Touchscreen, ist wirklich ein vollständiges Linux mit drauf. Also ich habe jetzt hier nicht irgendwie was, was nur über Framebuffer läuft, nur über SDL programmierbar ist, sondern ich habe einen kompletten X-Server drauf und wir haben ein XFCE drauf, flüssig am Laufen. Gut, größere Sachen wie KDE oder GNOME könnten natürlich allein vom Speicher komplex werden, aber XFCE 4 läuft wirklich ruckelfrei und schnell. Browser Midori läuft wunderbar. Und dadurch hat jetzt wirklich, also die Entwickler, die wir für das Gerät haben, die auch schon Sachen portiert haben, die sind eigentlich überglücklich, weil alles, was sie nehmen, ist den originalen Quellcode, kompilieren das Ganze und normalerweise läuft es ohne großartige Anpassungen. Das war natürlich vorher nicht möglich, weil allein durch das Display musste man das Ganze skalieren, musste Routinen umschreiben, und hier läuft eigentlich fast alles nach einmal kompilieren, läuft sofort los, und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil. Dann ein weiteres Gerät, das noch etwas außergewöhnlicher ist, das ist komplett offen, das ist der Odroid. Hat bestimmt auch schon einige von gehört. Das ist eine Spielekonsole, die auf Android basiert, was Vor- und Nachteile hat. Also Vorteil ist, dass viele Spiele auch durch den Android App Store natürlich schon existieren. Also ich habe schon eine riesen Auswahl. Der Nachteil ist natürlich, die Spiele, die im App Store sind, unterstützen in der Regel kein D-Pad und sind eigentlich auf Bildschirm ausgelegt, weil ja die meisten Android-Geräte keine Spielsteuerung haben. Das heißt, ich habe zwar hier ein Gerät, was Spielsteuerung hat, aber die wenigsten Spiele bis jetzt nutzen es. Kann natürlich sein, dass da noch mehr kommt jetzt dadurch, aber man hat erstmal eine große Auswahl. Die Besonderheit an dem ist, dass auch die Hardware komplett offen ist. Wenn ich ein paar Euro mehr zahle, bekomme ich auch komplett den Schaltplan dazu. Das haben wir jetzt bei der Pandora nicht gemacht, und ich bin froh, dass wir es nicht gemacht haben, weil wir hätten 2008 die Schaltpläne offenlegen können. Aber nachdem sich ja bei uns die Entwicklung so verzögert hat, man kann sich vorstellen, wenn jemand die Schaltpläne aufgreift, eine größere Firma, und hätte das Gerät einfach ein halbes Jahr vorher rausgebracht, was das für uns für finanzielle Folgen gehabt hätte. Wir schließen nicht aus, dass wir den Schaltplan niemals veröffentlichen. Also gar kein Problem, wenn das Gerät jetzt wirklich eine Weile draußen ist und die Gefahr durch die Konkurrenz, dass wir großen Verlust machen, erstmal gebannt ist, geben wir auch gerne die Schaltpläne raus. Aber am Anfang ging es halt einfach nicht. Und hier der Hersteller, der sagt, gut, das Gerät ist draußen, die Schaltpläne könnt ihr auch haben. Ist eigentlich auch eine ganz interessante Geschichte.